Unterhaltungsshow unseres Lieblingsjugendsenders, der jetzt keiner mehr ist, weil wir jetzt alle alt sind. Wir zertrümmern heute feierlich das, was damals vor 25 Jahren Mula Adebisi, Heike Makatsch und Nils Buckelberg mit sehr viel Liebe aufgebaut haben. Ja, ich bin auch da. Ich bin der Jan. Ich war in letzter Zeit öfter da. Ja, ich bin der einzige und wahre Mula. Ich muss das sagen, das habe ich vor 25 Jahren gesagt. Ich schäme mich auch ein bisschen. Und wir stehen tatsächlich alle deswegen hier. Und wenn ich alle sage, dann meine ich auch die, die heute hier zu Gast sein werden. Wir haben Sarah Kuttner hier, wir haben Olli Pocher da, wir haben Luna da. Also eine schöne Abschiedssendung hier bei Viva Forever. Und wir sind alle da, weil es eben vor 25 Jahren losging. Und wie es damals losging, ja, guckt halt mal. Ich bin der Nils. Und ich bin der einzige und wahre Mola. Kurz, wir sind Viva. Und wir sind mehr als nur ein Fernsehsender. Denn wir sind euer Sprachrohr und euer Freund. Und ab heute bleiben wir für immer zusammen. Okay? Der Tag fängt an. Wir schreiben das Jahr 1993. Viva geht on air. Das erste Mal gibt es deutschsprachiges Musikfernsehen. Und dann sagst du mal, oh Mann, was ich machen kann, kann ich machen. Du wirst lachen. So einfach sind die Sachen zu betrachten. Und ich weiß, dass du weißt, du kannst es machen. Denn die 24 Stunden sind die Zeit, die du hast. Sind ja befreit vom Ballast und die Zufriedenheit verbringt. Ja, jetzt ist es soweit. Jetzt sind wir bereit. Ihr seid hoffentlich auch bereit. Jetzt geht's los. Viva ist immer aus. Viva ist da. Viva ist der Musiksender für euch, für uns und für alle. Wir sind fantastisch. Wir und ihr seht Viva. Viva! Viva! Also ein ganz herausragendes Merkmal von Viva ist, wie viele bekannte Leute aus dieser Moderatorenzeit bei Viva entstanden sind. Hallo, hier ist die Heike, Viva. Hallo, hier ist der Nils. Take me tonight, anything is possible. Yes, Makusch. Fast Makatsch. I was watching you yesterday. For example? Yes. It's a good thing to do. Was it now very boring or was it okay? What, the interview? Yes. Yeah, it was okay. It was okay? Uh-huh. Thank you. Ja, fertig. Fertig der Laden hier. Das ist tot halt, ne? Das ist jetzt war's das. Es ist bergab gegangen, als ich weggegangen bin. Ich muss das schon mal so sagen. Ja, ich wollte es gerade sagen, ne? Als Mula Adebisi noch da war, da lief der Laden noch. Und dann kamen wir beide und haben Viva kaputt moderiert. Runtergewirtschaftet. Aber mehr gesaugt. Ja, wir haben es genau. Also, wir waren halt auch zu teuer. Das ist das Problem. Das glaube ich nicht. Der Jan Köppen ist wahnsinnig teuer. Gehen. Aber ernsthaft, jetzt macht's zu. Es hat dich ja uns alle. Wir sind alle deshalb hier. Ja. Wie ist das jetzt? Ich will nicht jetzt schon sehr emotional werden, aber es ist ja schon komisch. Ja, es ist auf alle Fälle komisch, nun denn, ich bin vor 15 Jahren schon gegangen. Aber es begleitet mich ja immer. Ich moderiere 90er-Festivals, ich lege auf 90er-Partys auf. Danke Olli P. übrigens an dieser Stelle. Weil Olli P. sagte, ey Mula, warum legst du nicht als 90er-DJ auf? Sag ich, Olli, ich würde niemals als 90er-DJ, das ist voll scheiße und so. Schnitt, Festival, 60.000 Menschen, wupp! Dann sagte Olli so, Mula, ich habe 150 Bookings im Jahr und verdiene über 5.000 Euro. Ich will die Summe jetzt nicht einfach sagen. Ja. Und ich so, bailando, bailando. Ja, das ist, danke Olli, es macht mir auch riesig Spaß. Und jetzt die größte 90er, da musst du kommen bitte, da müsst ihr beide kommen. Legen wir dann auf? Ja, legt ihr auf. Ja? Also 60.000 also Leute. Ich hab Colin ja schon oft gesehen, aber noch nie so angsterfüllte Augen wie jetzt. Wann auch immer das ist, ich habe leider keine Zeit. Oh, hast du, ich hol dich ab. Na, mit gut. Der Schubkarre. Ja gut, ich komme. Aber tatsächlich, super. Wir haben jetzt reingeguckt in das, was damals passiert ist, vor 25 Jahren. Was? Ist es absurd? Was war weißt du noch viel von damals oder war das einfach nur Party, Party, Party? Es war schon viel Party, Party, Party. Es waren ja auch so viele Sendungen, so viele Künstler, dass du durcheinander gekommen bist manchmal. Ich habe ja auch Kylie Minogue, habe ich dann Kim Wilde genannt. Oh. Das war doof, ne? Weil ich immer gesagt habe, Kylie Minogue, Kim Wilde, Kylie Minogue, dann kommt die rein. Und das war Namenmoderation. Meine Damen und Herren, jetzt hier ist für euch Kim Wilde. Oh, das ist das Schlimmste, was dir wirklich passiert. Ich hatte einmal eine Sendung, da hieß es, da habe ich Backstage einen Einspieler gedreht und dann hieß es, Gülcan ist nicht da, du musst ganz schnell die Live-Sendung moderieren. Und dann wurde ich 2 Minuten vor Beginn einer Live-Sendung in die Live-Sendung geschubst. Dann kam eine Boyband rein, ich hatte keine Ahnung, wer die sind. Und dann hieß es immer, wir überraschen jetzt John, sein bester Freund ist da. Rede bitte mit John. Und da saßen 6 Typen, ich wusste nicht, wer John ist.
und bekam immer wieder auf so, also jetzt red doch mal mit John. Und du, und ich, John, und dann so gewartet, wer ja, genau, genau, ja, so, so habe ich dann gemacht. Wir fragen jetzt mal so, dich. So, John, und da habe ich geguckt, wer angesprochen reagiert. Das habe ich jahrelang gemacht, ich habe den Namen nie gewusst. Ola, weißt ja? du noch, welches war das allererste Video damals? Auf Fantastische Vier. Richtig. Ja. Und die haben jetzt eine Frage an dich. Oh. Was war denn eigentlich dein allertollster Viva-Moment? Schwierig, schwierig. Also es gab... Der mit Kim Wilde nicht. Der mit Kim Wilde auf gar keinen Fall. Ich glaube, ein toller Moment war in Paris, Janet Jackson. Kamera geht kaputt und ich hatte so eine Dreiviertelstunde mit Janet Jackson, hab so mit ihr gequatscht. Das war richtig cool. Hat Janet Jackson erzählt, dass die Kamera kaputt ist? Nein, das hat mir die Managerin und der Kameramann erzählt. Und dann haben die dann rumgeschraubt die ganze Zeit und dann, du weißt, kennst das, der amerikanische Künstler, sitzt der Manager daneben, Stylist, Hairdresser. Und dann musste sie da sitzen bleiben und ich konnte so eine Dreiviertelstunde mit Janet quatschen. Das war ziemlich cool eigentlich. Hast du einen? Den Heil, deinen Moment? Meine erste Moderation mit dir, Jan Köppen. Oh. Ich glaube dir das zwar nicht, aber ich lasse es trotzdem so stehen. Ich muss jetzt auch nicht ein Künstler? Nicht doch, so irgendein Künstler. Man ist doch immer ja, noch ein bisschen Kind ja, und Fan. Man hat ja kein privates Viva-Ranking. Ich finde, es gibt sehr viele gute Momente. Dann gibt es sehr, sehr viele schlechte Momente. Also chaotische Momente. Das ja, ist ja vor allem das, was Viva ausgemacht hat. Das einfach alles. Ich hatte eine Sendung mit Enrique Iglesias. Da stimmte nichts von dem, was auf meiner Moderationskarte stand. Oh. Ja, das, also man wollt muss ja sagen, was Viva ausgemacht hat, war ja nicht nur das Chaos vor der Kamera, sondern auch das Chaos hinter der Kamera. Wir wussten ja alle nicht, was wir tun. Und das führte eben dazu, dass man teilweise, ich hatte eine ganze Sendung, wo kein einziger Fakt auf meiner Moderationskarte stimmte. Und Enrique Iglesias immer die ganze Zeit so, nein, das stimmt nicht. Also man hätte sie auch einfach überspielen können. Und dann immer, herzlichen Glückwunsch, du hast gerade einen Bruder bekommen. Nein, das stimmt nicht. Vor allem so die ganze Sendung durch. Du bist ja aus Castrop-Rauxel. Nein, das stimmt auch nicht. Also es war wirklich schlimm. 3 Stunden Live-Sendung und der Künstler antwortet auf jede Frage, no, stimmt nicht. Schlimmster Gast? Erst gucken wir Musik, oh, dann reden wir darüber. Jetzt ja, musst du nämlich was, du musst noch mal den Job machen von damals sozusagen, anmoderieren. Oh je, was die Fantas mit dem allerersten. Na, den Job, den du damals nicht machen durftest, den darfst du jetzt für uns übernehmen. Hä? Wieso durfte ich den nicht machen? Weil das Heike Makatsch damals gemacht hat. Sie durfte den ersten Clip anmoderieren. War und heute Saft jetzt. Oder, das war Saft oder bist du geil? Zu geil für diese Welt, ne? Ja. Ja. Darfst ja. Jetzt darfst du damals Heike Makatsch, vor 25 Jahren, jetzt Mola. Das ist doch jetzt für mich ein großer Moment, dass ich endlich nach 25 Jahren diese fantastische Band anmoderieren darf. Sozusagen der Kreis schließt sich. Das ist eine tolle Überleitung, ne? Ja. Ihr seid doch gerade beeindruckt von meiner moderativen Leistung. Absolut. Wir haben viel von dir gelernt. Ich weiß, ich weiß. Wusstest du eigentlich, dass ich dein Vater bin? Mach den Clip. Ja, ist schon gut. Die fantastischen Jetzt vier. Weiß ich, warum Heike das gemacht hat. Du bist so geil für diese Welt. Ab damit. Ey, Leute. Ich fühle mich so jugendlich heute. Noch zum letzten Mal jugendlich fühlen. Wir sind ja alle Berufserwachsene. Wir haben Nachwuchs bekommen. So kann man sagen. Er hat sie alle gehabt. Alle Sendungen auf Viva. Und er sieht noch aus wie damals. Olli Pocher. Das stimmt. Ja. Er sieht tatsächlich... Dankeschön. Aber ich meine, genauso auch, also Mola hat sich wirklich gar nicht verändert. Ja, gar nicht. Null. Ein bisschen. Darf ich dich fragen, wie alt du bist, Mola? Ich werde am 15. Februar werde ich 46. Was? Krass, was? Ne? Was? Ist 46. Was ist dein Beauty-Geheimnis, Mola? Also verrat uns. Ein Alkohol. Was guckst du mich so an? Immer abends ein Bäckchen, ne? Was? Die trinken die wilden Partys. Olli. Das ist jetzt sehr privat. Olli, wie fühlst du dich? Wir haben dir jetzt leider keinen Auftritt schenken. Ich weiß. Nach all den Jahren. Ich weiß, Colin hat gerade noch für einen Auftritt gekämpft. Da hätte ich da aus dieser Glastür kommen können. Ich hätte das schön gefunden. Aber haben wir keine Zeit für. Ich habe auch ein bisschen auf Publikum gehofft. Also, dass mindestens 2 Schulklassen wie früher hier immer noch drin sitzen. Auch, gibt's nicht mehr. Ist alles vorbei. Es ist schon alles weg, verpfändet. Noch ein paar, 2 Kameras sind da, mehr ist es nicht. Ich hatte tatsächlich aus meinem privaten Requisiten noch was mitgebracht. Das ist warmer Weiß. Den Viva Popschutz. Ich habe mir den letzten bei Luke Mockridge geklaut. Wieso hat Luke Mockridge einen Warum hat Luke Mockridge was von Viva? Ich weiß es auch nicht. Deswegen der hatte 3 Popschutz, hatte der sogar. Als wir, hatte der wir, alle von was? Viva? Genau. Da haben wir die Sendung beerdigt, den Sender, ja, vor kurzem in der 2000er-Show. Und das war's. Ja. Stimmt, der hatte richtig die Originaldinger. Die Originaldinger habe ich geklaut. Die hast du ernsthaft mitgenommen. Hast du die, darf ich einen haben? Nee, ich habe nur einen. Ach so, ich dachte, du hast alle 3 geklaut. Nee, so streichst mich doch der nicht. Olli, welche der Sendungen, die du moderiert hast, ist dir am meisten hängen geblieben?
Jetzt nicht nur, weil es deine war? Nee, nee. Jetzt wirklich? Nein, aber am meisten war natürlich schon interaktiv, weil das war ja schon die Sendung immer 15 bis 17 Uhr live, wo sie ja alle dann gekommen sind damals. Also da gab es ja keinen internationalen Act oder auch national, der da war. Und das war schon die Sendung. Das hat immer zwei Stunden live sogar. Mhm. Später zwei drei. Stunden. Was? Später war es drei sogar. Das war drei. Das war also vor meiner Zeit. Ich kann mich an 15 bis 17 Uhr erinnern. Dann später 14 bis 17 Uhr, war Horror. Haben wir es irgendwo verlängert? Jetzt ja. Fragen sich wahrscheinlich viele, wie sah das damals aus, Fernsehen? In den 90ern? Das war schon 90er noch, ne? Ich bin 99 dazugekommen. Ja. 90er, Nullerjahre. Ein Best-of von Interaktiv gibt's jetzt hier. So sah damals Fernsehen aus, meine Damen und Herren. Ich muss jetzt warten, bis das Geschrei abebbt, dort draußen von dem Fernsehbildschirm. Du bist die? Oliver aus Büsum. Oh, ist das ein Traum, ne? Die ganz hübschen Damen, alle bei mir. Nick, lass mal. Lass mal. Ja, ja. Ein Bombastik, Telefantastik, Spatsch, mein Name, Batsch, es ist ein Mr. Rowe. Zum Thema Frühlingsgefühle. Wie sieht's bei dir aus? Du wirkst ein bisschen rattig. Das war ja herrlich. Also ich muss wirklich sagen, es hat schon ein bisschen wehgetan und so schön war das nicht, was da eben gerade war. Ja, Jenny, wenn man in der 10. Klasse so eine Schrift hat, würde ich mir auch Gedanken machen. Wenn ihr so ein 0815-Interview haben wollt, dann könnt ihr ja zu den anderen Viva-Moderatoren gehen. Genau. Ich glaube, dass der Hase tot ist, der bewegt sich gar nicht. Ich bin auch zu blöd zum Kacken. Mach mal auf, ich kriege das alles nicht hin heute. Will jemand das Häschen streicheln, bevor es stirbt? Ich nehm's mal. Ich bin nämlich eigentlich auch, das wissen ja sehr wenige von euch, ich bin ja auf der Straße groß geworden. Größer hier, ne? Prost. Oh. Oh. Ja, so war das also damals. Ja, zum Teil, ja. Richtig. Zum Teil. Aber viel mehr. Du hast ja, ist das gleiche Outfit? Das ist dasselbe Sakko noch von damals. Ne? Das Lustige ist, da gab es immer Stress wegen. Warum gab es da Stress? Weil er seine eigenen Klamotten angezogen hat. Der war ja Versicherungsfachangestellter oder Fraufmann. Und hat seine C&A-Anzüge aufgebraucht. Und da hat der Styling gesagt, Olli, das geht nicht. Na, aber es gibt so, ich habe so viele Outfits angehabt. Ich habe das gesehen gerade da bei Britney Spears. Das war toll. Das war also meine Sendung, wo du reingeplatzt bist, weiß ich noch. Das tut mir leid. Aber es waren ja, da haben wir wirklich diese bunten Klamotten. Also auch wenn ich da Fotos sehe. Fassbar. Wahnsinn. Modische Verfehlung. Oh. Ohne Ende, jeden Wochentag aufs Neue. Ja. Hat jemand über Jahre versucht, dann doch Regeln einzuführen, das hat aber nie geklappt? Die Regeln haben sie probiert, auch mit dem pünktlich kommen und ich habe das nicht geschafft. Das stimmt allerdings. Oh, Mona war ein Experte dafür. Es gab ja diese Aufsage. Ich hab da auch gestern nochmal drüber nachgedacht. Das war so echt wie so mit so einer Schulklasse. Dann sollte immer um 9 Uhr wurden dann immer diese normalen Clips-Ansageshows aufgezeichnet und dann ja, 9:30, 10:00. Du auch, du hast die Charts gemacht und so. Dann Mola, 10:30, kam aus Solingen, dann irgendwie ganz entspannt verschlafen und alle warteten. Und dann kriegen wir ja schneller hin und umziehen noch für die nächste Sendung. Und also es war wirklich, es hatte wirklich was von so einer wild gewordenen Schulklasse. Und ich musste auch regelmäßig immer nach oben ins Büro zu Alex Brunst, der mittlerweile DSDS ja produziert. Ach, unter ach anderem. So, wow. Ja, der ist ja bei Grundy Ufer. Supertalent und so, ja. Und es hieß dann immer so, wenn Gäste kamen, es gab dann immer manche, die wollten nicht Interviews mit mir haben. Mhm. Und so Klassiker waren, frag sie bitte nicht, wie alt sie sind bei gecasteten Girlgroups und lass sie bitte nicht live singen. Und das war meistens mal das Erste, was ich dann habe machen lassen. Oder wenn Anrufer dann angerufen haben. Aber du warst halt so gut, dass man dich auch nicht gehen lassen wollte. Ja, es ging. Also es war ganz so schlimm, was ich. Also es hat mir wirklich eine Menge Spaß gemacht, aber es war schon da immer, also mit dem klassischen Satz, ich finde es ja auch ganz lustig, komm mal, aber du kennst doch die Plattenfirmen und so sind wir regelmäßig, gab es dann immer mal eine Ansage. Hatten die Fanta 4 Bock auf dich? Ja, Fanta 4, ja, die waren immer sehr gut. Also ich kann mich erinnern. Wir sind sogar nach New York geflogen mit Thomas D., wo er gezeigt hat, wie er das Gras versteckt. Das fand ich wirklich geil. Nein, erzähl. Nicht wir, der Thomas. Ja, okay, gleich, wir reden darüber weiter. Die Fantas erinnern sich aber auch an noch eine Zeit. Mhm. Und jetzt bin ich aber gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß, wir hatten einmal einen Fanta 4 24-Stunden-Tag, wo wir mit Heike Makatsch rund um anlässlich der Veröffentlichung unseres Albums Lauschgift in ganz Deutschland unterwegs waren, von mehreren Locations immer wieder gesendet hatten, mit dem Jet hin und her geflogen und das hatte bei Viva Interaktiv hat das Tobi Schlegel gehostet
Und die hat dann immer gesagt, wo sind denn die Fantis? Er hat immer von den Fantis gesprochen, hat uns gekost. Und wir wollten aber gar nicht die Fantis sein. Wir wollten nicht die süße, lustige Teenie-Band sein. Wir sind die Fantas, die Fantastischen Vier. Große, erwachsene, starke Künstlerformation. Und er hat immer die Fantis gesagt. Und das fanden wir so peinlich, dass wir es jetzt aufgenommen haben. Und jetzt und das selber Fantis. Selbst die Fantis. Jetzt, wo wir gerne wieder die niedliche Teenie-Band wären. Nee, das war kurz danach schon. Es war 1995, es war Ende 95, haben wir uns dann die Fantis genannt, intern. Also rein intern. Danke, Tobi Schlegel. Wir hatten leichten Männerüberschuss, deswegen freue ich mich sehr, dass sie den Weg von Berlin-Prenzlberg in unser Studio gefunden hat. Meine Lieblings-Ex-Kollegin Sarah Kuttner. Das alte Ding. Dankeschön. Das alte Aufregen. Ding. Jetzt hör mal auf, bitte. Leute, so alt sind wir auch alle nicht. Nein, wir sind alle brandneu fast. Ja, wir sind immer noch Jugendliche, oder Sarah? Ja, also ich war ja schon immer ein super Jugendlicher. Ich habe das Gefühl, dass ich schon mit 20 innerlich 40 war, ehrlich gesagt. Und Menschen, die mich gut kennen, sagen das auch zu mir. Was ich versuche es inzwischen als Kompliment zu nehmen, aber ich glaube, ich war schon sehr früh sehr alt. Fand ich nicht. Stille. Fand ich ja, nicht. Ja, man versucht jetzt irgendwie so, ach, Sarah. Quatsch. Und innerlich so, ja, ja, stimmt. Damals, Redaktion, ja. Nein, aber kennt ihr das nicht, das Gefühl, dass man innerlich, also ich rede ja nicht vom Sterben, sondern einfach, dass ich nicht innerlich... Du ziehst gerade voll die Stimmung runter. Man macht sich halt schon ja, mit 20... Ja, jetzt so bevor war, oder? Ja. War so lustig hier. Moderation, ist sie noch drin? Ja, also... Wehe, du hast eine Kreuzfahrt demnächst vor, ernsthaft. Nein, das nicht. Oh, zu früh. Nein. Zu früh. Nicht so früh. Nicht aber so früh. Lösen wir jetzt eigentlich noch auf, wie das ganze Zeug ja, übergeschafft hat. Wir waren jetzt noch bei der Grasgeschichte. Ja, genau. das wollen wir jetzt gerne noch wissen. Im Nivea. In Nivea in der Creme drin und da hat er gesagt, dann können das die Hunde ach, nicht Anfänger. Entdecken. Ah, ja, ich wusste das nicht, aber das war damals Anfänger. Das war eine Woche vor 9/11 war das. Wir müssen diese Geschichte erzählen, weil eigentlich wären wir beide ja tot. Naja, ja, beide tot werden. Weil der Verrückte unbedingt aufs World Trade Center wollte. Mit dir? Ja. Weil du es noch nicht gesehen hattest. Ja, genau. Und das war eigentlich fast eine Woche, einen Tag am vorher. Am 10.11. sind wir geflogen. Am 10.11. sind wir geflogen, wir sind zurück zum Flughafen und dann war der Flieger ausgebucht. Da sagte Olli, wir gehen World Trade Center. Ich so, ja, gute Idee. Ich war noch nie da drauf. Der sagt, da habe ich ja, du hast Millennium hast du genau. drauf gefeiert. Auf dem World Trade Center. Und dann sind wir gerade, wir sind schon von dem Check-in, haben uns umgedreht, sind weggegangen. Und wir wären einen Tag später geflogen. Und dann denke ich so, ey, drehe ich mich um, kriege ich ein Update, wenn wir irgendeinen anderen Flieger nehmen, irgendwo anders hin nach Deutschland. Und dann sagt ihr, guckte sie, sagte, ja, sie können mit dem Flieger fliegen, das geht aber in 6 Stunden, dann können sie Business zurückfliegen. Sag, komm, lass uns Business fliegen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wären wir im World Trade Center gewesen. Naja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht, aber noch also lustiger. Also ihr wart einfach in New York und die Geschichte ist besser, wenn ihr eigentlich vorhattet. Ja, aber und vor allem, wir waren bei Michael Jackson. Das muss man auch sagen, 25 Jahre. Nein, ich wollte... Hast du irgendwas Spannendes in der Viva-Fallzeit auch erlebt? Wir hatten 9/11, wir hatten Michael Jackson. Hör mal, wie willst du das toppen? Sarah, ich könnte dir was anbieten. Willst du einen Clip anmoderieren? Das hat sie eigentlich nie gemacht, aber macht sie jetzt. Was ich die... Nein, Sarah ist sogar auf der absolute Beginner. Sarah ist bei Danke von den absoluten Beginner das Intro, weil die absoluten Beginner die Hip-Hop-Band waren, die mit, das war damals, ich glaube, Blast Action Heroes, auf die 1 gegangen sind. Und als Danke haben sie dich auf diesem Song drauf. Weißt du das überhaupt? Ja, aber ich wusste das nicht aktiv. Mir haben das Leute irgendwann mal gesagt und dann war ich so... Du bist yay. Hip-Hop-Geschichte. Ja, Mann, aber klar bin ich Hip-Hop-Geschichte. Aber du bist ja von der Straße. Hast du mich schon mal getroffen? Ich bin von der Straße. Hättest du dann Bock, jetzt echt anzumoderieren? Klar, Mann, ich bin ganz froh, dass ihr den Song, ich war gar nicht sicher, ob das Zufall, war das ein Zufall? Dass nein, ich geplant. Diesen Song, ach so, stimmt war. Ich moderiere jetzt echt an, ne? Ja. Mit dem tatsächlich allerbesten Song von echt, und zwar Du trägst keine Liebe in dir. Ist ein irres Video, ist ein irrer Song und ich könnte immer noch dazu tanzen. Es gab Zeiten, da habe ich den sogar aufgelegt, als ich 90er-DJ war, was ihr jetzt seid. In ist den 90ern. Nein, aber ich war gemacht? So verliebt in... Radio. Ich habe, nee, in Berlin gab ich manchmal bei den 100 schönsten DJs, das war ein Versehen, aber habe ich aufgelegt und ich habe einmal davon tatsächlich echt alles so, ich ein fantastischer Song, echt nur Du kriegst keine Liebe in dir, auch großes Video. Herrlich. Ja, willkommen zurück hier bei Viva Forever. Es wird sich noch bestritten in der Werbung, wer Michael Jackson jemals interviewt hat. Wer hat ihn denn jetzt interviewt? Streitet euch nicht. Jetzt seid bitte kurz mal ruhig. Stichwort 9/11, da waren wir, sind wir, mein erster Job. War, überhaupt, ihr seid meine ersten Male, alle beide. Erzähl ich gern später, weil Olli wollte ja noch 12 Geschichten erzählen. Nee, gar nicht. Aber Michael Jackson hatte ich nicht. Nein, der war gar nicht verfügbar. Der war zu alt. Aber du warst für ihn wieder eingeteilt, das wurde dann abgesagt. Das weiß ich nicht. Ich weiß das nur, weiß dass wir die ganzen Sony-Leute durchgebumst haben. Das haben wir richtig durchgebumst. Mariah Carey, Destiny's Child und Mark Anthony und Ozzy Osbourne und
dazu, aber Michael Jackson. Mariah immer. Carey wollte eine Zeit lang immer neben Hundewelpen liegen. Aber das macht ja totalen Sinn. Ja, finde ich auch. Die also, wurden dann immer so betäubt mit einer Betäubungsspritze. Ja. Und dann dauerte das ewig. Ich habe das über den Hauskanal verfolgt, bis sie sich ordentlich hindrapiert hatte. Ja, das war tatsächlich auch Stress im ganzen Gebäude. Hunde daneben drapiert. Aber so war die immer. Und dann hat sie auf den Monitor geguckt, hat immer gesagt, nein, das Licht passt noch nicht. Das hat Stunden gedauert, bis man der meine Frage stellen konnte. Ich habe dann immer in den Monitor geguckt und gesagt, da ist noch ein Loch in den Haaren und jemand muss die Stiefel hochmachen. Und sie hatte so 12 Leute, die jeder für ein Haar, also so jeder hat eine Sektion. Ich hätte sie aber planen können. Sie hat mich dann eingeladen ins Hotel. Was hast du gerade gesagt? Ich habe mich aber nicht getraut. Das ist aber sehr abwertend. Nee, sag mal, das will ich jetzt nicht. Aber die Geschichte wollen wir jetzt trotzdem hören. Und danach die eingeflogen nach Berlin. Die hat dich eingeflogen. Ja, genau. Und da sagt sie, Mola, du hast jetzt einen Flug heute nach Berlin und so. Ich so, ja, okay, alles klar. Das ist so viel falsch an der Geschichte jetzt schon. Dann war ich schon im Hotel. Und dann sage ich, ja, machen wir dein Interview und so. Die so, nein, du machst kein Interview, Mariah möchte ich sehen. Ich so, Und dann? Ja, und dann bin ich abgehauen. Zu meiner Schwester, meine große Schwester gesagt, ich kann... Mola Adebisi hat sich in den 90ern bei seiner Schwester von Mariah Carey versteckt. Ja. Finde ich, ist eine ganz gute Geschichte. Das ist echt... Vielleicht wollte die auch nur sprechen mit dir. Ja, eben. Und lässt sich dafür einfliegen, wie so ein Booty Call. Aber wer war denn eigentlich... Ihr wart vor Sarah da sozusagen, beim Sender. Ja, und ne? Olli war aber meine erste... Ich war beim Casting und dann muss man ja immer so eine Testwoche moderieren, wo die... Also offiziell heißt das nicht Testwoche, aber machen wir uns nichts vor, dann gucken wir, ob man es drauf hat. Und dann bei Olli. Das waren wir zwei. Das hat auch gefetzt. Und danach musste ich direkt, ich habe nicht alleine moderiert, sondern danach war ja 9/11 und dann haben die das so verkauft, dass die Stars sich nicht mehr trauen, nach Deutschland zu fliegen. Und dann sind wir, das war von Sony damals. Genau, wir waren in Amerika. Eine Woche New York, eine Woche L.A., wir zwei zusammen. Bist du zurückgeflogen? Ja, du bist zurückgeflogen. Ja, ich habe nichts gesehen, da rauchte der Reiche, rauchte Sound Green, Ground Zero noch, habe ich aber nie gesehen, weil wir die ganze Zeit in Studios gesessen haben und die Stars durchmoderiert und interviewt haben. Und das war meine und erst danach hatte ich eine eigene, durfte ich interaktiv alleine moderieren. Olli, du darfst jetzt auch das allerletzte Mal in deinem Leben einen Viva-Clip anmoderieren. Jetzt und hier. Bitte. Und zwar, soll ich dir sagen, welcher das ist? Ich. Hier, der da unten. Ah, oh, hier, ich hab's schon. Ja, dann los. Gesehen. Das, meine Damen und Herren, einer, der auch Viva-Geschichte geschrieben hat, ich glaube, der erfolgreichste Viva-Moderator aller Zeiten, der leider heute keine Zeit hatte, obwohl er eigentlich Zeit hätte. Hat er nichts zu tun. Hat er nichts zu tun. Stefan Raab mit einer Neuauflage damals mit Onkel Jürgen, so hieß das Video, Ein Bett im Kornfeld. Damit ging's los. Ja, das war mal wieder sehr feinsinnige Kritik am Narzissmus, der schon damals, ja, der hat schon damals existiert, der Narzissmus einer ganzen Generation. Tic-Tac-Toe mit Ich find dich scheiße. Oh, du kannst so gut lügen. Ja. Lass mich, Pause. Wir machen jetzt Werbung und dann sind wir zurück bei der letzten Sendung. Ich erwähne das, dann drück nochmal auf die Tränendrüse. Viva Forever, Leute. Hallo, hier ist Alex Christensen. Liebes Viva-Team. 25 Jahre habt ihr echt geile Videos gesendet, habt tolle Moderatoren entdeckt, habt viele Newcomer gefördert, habt mir extrem geholfen. Dafür möchte ich mich unheimlich bedanken und ich bin sehr traurig, dass es jetzt zu Ende geht. Aber es ist wie alles im Leben, es geht zu Ende und ich hoffe für euch, allen Mitarbeitern, die da sind, geht's irgendwo weiter. Genauso positiv und genauso gut wie Viva. Feiere den letzten Monat Viva mit uns. Wir zeigen die größten musikalischen Highlights und Ausrutscher seit 1993. Alle Musiktrends, Styles, Partys, Stars und Eintagsfliegen, die bei Viva all die Jahre über den Äther liefen, sind dabei. Du stehst auf der Gästeliste für die letzte Viva-Party. Viva, the final countdown. Montag bis Samstag um 12 Uhr. Noch auf Viva. Ja, so sind also Trauergäste drauf. Ja. Nach 25 Jahren, wir beerdigen gerade Viva und ihr lacht. Unter Muskeln sein. Ihr lacht immer noch darüber, dass ich sportlich gesagt habe. Das komme ich nicht, glaube ich. Als ich hier eben verkabelt wurde, hat der freundliche Kollege vom Ton gesagt, ich sehe aus wie jemand, der lange... Wie heißt das? Sag nochmal, Langhandeln. Kreuzheben macht. Also wie eine Kugelstoße. Die sind auch nicht sexy. Langarmhanteln oder wie es heißt. Hat er gesagt, so sehe ich aus. Der steht bestimmt auf das dich. Das ist, was die Leute über mich sagen. Ja. So sagen, boah, hast du kurz mal gesehen. Boah, Figur wie eine Kugelstoßerin, richtig heiß. Ja. Oh, Mann. Ja, ich die geht auch heute wieder zum Wrestling. Ich möchte nach Hause gehen. Kannst du auch gleich. Geht heute wieder zum Wrestling. Kannst du auch gleich. Nicht mehr wohl. Ich will jetzt nach Hause und Sport machen. Ja, das ist richtig, dafür stehst du. Mit Sophia Thiel und Dani Aminati. Oh ja. Zu Hause, so armselig. Ich mach dich krass mit Sarah Kuttner. So sieht's nämlich aus.
Du wolltest eine Frage stellen, hast sie vergessen. Nee, ich hab sie nicht vergessen. Ich muss so lachen, ich kann gar nicht lachen. Ich find's eine Unverschämtheit. Die sportliche Sarah. Warum denn? Ihr alle inzwischen nur noch lacht, weil ihr euch nicht vorstellen könnt, dass ich Sport mache. Nein! Machst du Sport? Jetzt mal ganz kurz. Machst du Sport? Null. Naja, eben. Ja. Ich hab vor einem Jahr mal versucht, ich dachte, joggen könnte die eine. Aber war nichts, ne? Aber du gehst sehr viel spazieren. Ich bin richtig armselig, was Körperlichkeiten angeht. Ich bin froh, also es ist ein Wunder, dass ich nicht richtig dick bin. Dafür, dass ich mich null bewege. Ich erfahre, ich bin neulich mit dem Roller zu meinem Auto gefahren. So, feier dich. Ich feier dich. Ja, ich feier mich auch, aber es ist trotzdem ist ein Wunder. Mach aus dem Puste, bitte. Sei aus dem Puste gewesen. Natürlich. So. Vom Rollerfahren. Mit dem Roller zum Auto fahren. Das ja, ist sehr witzig. Das hart. Zwei Blocks nur. Ja, das ist oh, es war nachts, es war ja, kalt. Ja, es war auch kalt. Da war mein Telefon vielleicht mit drin. Mit dem zum Fitnessstudio. Roller stand direkt vor der Tür. Ja. Lass mich. Aber ich find's schön, es ist da doch irgendwie noch eine Verbindung von allen über früher. Also gut, ich kam nach euch. Die Verbindung wäre über Sarah lachen, richtig? Nein. Ich kann gut, da bin ich die Beste. Ich weiß noch, wie wir uns damals mehrfach verabredet haben, um miteinander Sport zu machen. Ja? Wir haben es nie gemacht. Genau. Aber wir waren oft essen miteinander. Ja, das stimmt. Ja. Und dann haben wir immer gesagt, lass uns mal zum Sport ja. gehen. Und dann du machst ja auch eigentlich gar nicht Sport. Nee. Ja. Das ist immer, du bist Red Bull. Oh ja. Oh ja, das ist Colin. Das ist Colin. Ja, es gab in der Maske standen oben immer, jetzt, wir dürfen ja auch die Marke mal nennen, ich glaube, 100 leere Dosen und kein anderer hat das getrunken. Es war immer klar, es war Colin. Ich finde schön, dass du noch hier wirklich, sitzt. Das muss ich sagen, im 8. Monat hat sie ja noch aufgehört. Ja? Mit dem Red Bull. Sie so, nee, wieso? Nein, auf keinen Fall. Nein, hast du das hyperaktive mit dem Rauchen und mit dem Alkohol. Nee. In die Red Bull-Dose gearscht. Lass mal inhaltlich ein bisschen weitermachen. Okay, ah, schade. Ja. Ich gerne noch irgendwann war irgendwann das Logo, was wir drauf haben, ist ja das alte Viva. Und irgendwann kam das neue Viva-Logo? Kam das neue Viva-Logo. Ist das schon das zweite? Das ist das allererste, glaube ich, tatsächlich noch. Und irgendwann allererste war voll. Ach, das allererste war voll. Ich dachte, das zweite war voll. Ja, und dann kam das war aber das längste. Und dann wollte Viva spitzer werden. Genau. Und dann war es erwachsen. Dann gab es aber Viva 2, oder nicht? Viva. Wir gucken uns jetzt das Plus Erwachsene erst, an. Und dann Viva 2. Wir gucken mal das Erwachsene an. Mit dem Vote. Oder Viva 2, nee, oder erst Viva, Viva Plus. 2, dann Viva Plus. Genau. Inzwischen ist Viva längst erwachsen geworden. Musik ist natürlich immer noch das Wichtigste. Guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen bei den Top 100. Den Charts, die ihr selbst fabriziert habt. Der Spiegel der Gesellschaft. Ich habe mit Katy Perry rumgemacht. Ja, das mit Katy Perry und mir ging echt lang. Ja. War lange. Katy Perry hat dich abgeleckt. Ich wurde von Meatloaf geküsst. Ja. Hätte ich jetzt nicht erzählt. Das war eigentlich sehr unangenehm. Ja. So eine Sache behält man für sich so. Okay, gut. Cut. ich möchte schnell mit einer Frage ablenken. Ja. Hattet ihr sowas wie einen Lieblingshassgast? Also irgendjemanden, der sich komplett daneben benommen Nena. Hat? Ich kenne den von Nena. Sarah jetzt Nena schon. Muss ich leider auch sagen. Wobei, die war dann einfach nicht Gast, weil sie mich doof fand und beschlossen hat, dann kommt sie nicht. Und echt? Ja, und dann habe ich einfach Klaas interviewt, der Nena vorher interviewt hat. Sie hat, glaube ich, in der Maske ihre Anmoderation so gehört und ja. ist dann abgehauen. Ne? Ich habe irgendwas mit Alter gesagt, das ist ja wie mit Campino, dann gehen denen sofort die Hose auf und was auch immer. Und dann werden die alle pissig. Welche so, Hose denn? Weil die Alter schon also bei, also, ja, da ist Nena super unentspannt. Und dann hat die gesagt, nein, die hat das Wort Alter gesagt, eine Anmoderation. Ich glaube, ich war dabei. Ich saß in der Maske neben Nena und du sagtest, sie sieht wunderschön aus für ihr Alter oder irgendwas, stimmt. Was man eigentlich eher das Wort als Alter war drin. Ja, ja das erinnern. Und dann, ja, und dann sagt, war sie so, nein, möchte ich nicht. Und, aber eigentlich, das war ja damals gar nicht für interaktiv, sondern schon für meine Sendung und sowas. Natürlich Gold. Ist total geil, weil dann kannst du halt richtig raufdreschen, wenn die schon gehen. Und dann kam Klaas und das war ganz toll. Klaas hat im Grunde wie so eine Reinkarnation. Ich habe dann quasi Klaas als Nena interviewt, weil der wusste sehr ja schon klug. Antworten. Ihr wart ja auch immer die sehr intellektuelle Redaktion. Ja, wir waren die Viva. Schlauen. Ihr wart die Schlauen. Und die Sportlichen. Das waren tatsächlich die zwei Sachen, ja, die bei Sportredaktion auch heute noch für mich gelten. Und hattet ihr so einen Hassgast? Olli, na, bei dir waren es alle? Nee, gar nicht. Mir fällt jetzt wirklich keiner ein. Also es gab einige, die immer kompliziert und schwierig waren, aber im On war das ja dann immer was anderes. Mhm. Hinter den Kulissen waren sehr viele, einige anstrengende da, gerade die internationalen Gäste. Mhm. Ja, Mariah doesn't do stairs. Mariah oh ja.
Ja. Habe ich 7-mal gemacht. Echo-Verleihung. Wer? Der rote Teppich ging um die Ecke. Mariah Carey lief dort lang. Und dann auf einmal um die Ecke waren 3 Stufen. Und dann ist sie auf dem roten Teppich umgekehrt, ist abgehauen. Und dann hieß es, dann sagte irgendwie ein Assistent oder so, Mariah doesn't do stairs. Ja, it's her thing. Aber she does not do stairs. Beim Treppensteigen. Oh ja, okay. Könnte. Ich wette aber, wir haben eine Künstlerin alle schon mal irgendwie anmoderiert, zumindest den einen Song. Und sie hat auch den Sender geprägt und die 90er und alles und uns. Und die holen wir jetzt hier rein. Ihr wisst doch, um wen es geht. Ja! Ja. Madonna? Madonna? Ja, Madonna. Meine Damen und Herren, hier bei ja, der Viva-Abschiedssendung. Luna, die bekommt einen Auftritt. Hallo, ich bin der Aloha. Madonna, die konnte nicht, oder? Aber ich war. Ja, aber da habe ich gesagt, Madonna, zweite Luna, klar. Ja, ja, das meine ich. Das eigentlich ist Scooter. Scooter. Nein, aber schön, dass eigentlich du da bist. Eigentlich Mariah Carey, aber die steht auf der Treppe. Die macht keine Treppe. Ich habe keine Treppe gemacht. Na, ja. Wann warst du das letzte Mal bei Viva? Weißt du es noch? Das ist wirklich lange her. Ich kann es mir nicht mehr erinnern. Aber es waren die 2000er, 2002 oder so. Ja, immerhin. Ach, du warst danach noch mal da. Doch, du warst danach. Ja, definitiv warst du danach noch mal da. Ja, bestimmt. Ja. Ich kam erst 2003. Ich habe dich auch schon hier gesehen. Stimmt, warte. Ja, okay. Ja, jetzt weiß ich es. Dann hast du auch Solo-Dinger gemacht und alles und so. Du warst aber da, seit Viva eigentlich weg ist aus Köln, seit es hier in Berlin ist. Oh, das ist 2000. Du warst noch nicht hier in Berlin. Ja, wohl. War ich auch später. Nee, das war lange noch bei Brainpool. Nee, ich war ja bis 2004. Ich habe abgeschlossen. Okay. Ja. Bei ich habe noch Praktikum gemacht bei Viva Plus. Ja. Und ich war der Letzte gefühlt in diesen traurigen Gängen im Gebäude in Köln. Wann war das? Das war 2005. Und ich bin im Oktober 2005 hierher und habe erst 2006 angefangen zu moderieren. Kinder, ihr habt hier jetzt hier einen Gast, ihr seid, also ich möchte euch... Ja, aber der Gast Geschichte. Gehört, nein, der Gast ja, gehört doch, Luna gehört doch einfach auch zur Familie. Ja, aber ihr Familie. Könnt ja nicht mehr Gäste reinholen und dann von euch erzählen. Ja. Hier nur weil keiner über dich redet. Wenn wir das nicht, professionell machen, wie sie kämpfen um die Redezeit, Sarah kämpft um Aufmerksamkeit. Dann lassen wir aber, ja, nein, ich verstehe das schon, wir lassen... Die 3 Geheimnisse habe ich immer noch nicht erzählt, aber ist okay. Ist okay. Wir haben ein schönes Glitzermädchen, stellt der schöne Fragen. Wir haben professionelle Fragensteller. Die Fantastischen Vier. Die Fantastischen Vier. Ja, kenn ich. Und welche Erinnerung verbindest du mit Viva? Ja, was verbinde ich mit Viva? Ja, mein halbes Leben eigentlich. Weil ich war wirklich, ich bin mit Viva groß geworden als Künstlerin. Und ich war auch zu 93, war schon unterwegs in Köln. Und das war, da waren die ersten Sendungen müssen gelaufen sein. Da war ich wirklich schon in Köln und habe immer gesagt, oh wow, ein Musiksender aus Deutschland. Das war greifbarer, war viel, ja, war schöner als MTV, fand ich schon von Anfang an. Und wie fühlte sich das an, als Künstler dahin zu kommen? War das am Anfang so, ach du meine Güte, alle Kindergeburtstag oder war die Stimmung toll? Nein, es war ganz toll. Wir haben viel Respekt gehabt für Viva, definitiv. Es war toll, es war eine Ehre, um immer, vor allem auf der roten Couch, dann wieder der eine mit Mola, mit dir, mit vielen war ich natürlich in der Sendung. Hatte man so in der Künstlerszene so Lieblingsleute, zu denen man gerne gegangen ist im Moderatorenbereich? Also sagen, oh, ich freue mich jetzt, wenn Mola das macht. Ja, Mola war schon, he was the king, he was einfach the king. Aber man hat auch ein bisschen Respekt für dich gehabt. Der hatte ja so 2 Uhren, das war krass. Ja, ja, aber das ist ein bisschen wurde gesponsert auch von Kevin Klein, das muss ich so mal sagen. So bin ich auch, eigentlich, was das angeht. Nee, aber für Mola hat man Respekt. Nein, ich fand es auch schön mit Milka, fand ich schön. Ich fand es schön mit Nadine, habe ich sogar gehabt, Nadine Krüger. War ich auch in der Sendung. Kenne ich gar nicht. Ja, die war auch dabei. Die machen so lange Filmkram. Ja. Bei dir war ich niemals. Volle Kanne Susanne. Volle Kanne Susanne. Nee, aber ich habe dich gesehen natürlich. Volle Kanne. Hör doch mal den Gast. Achso, sorry. Nee, aber wir reden weiter. Wir regeln das schon. Ja, wir reden mal mit der Sportlichen hier. Nee, aber sonst wirklich echt. Ich habe aber nur mal kurz zu Fanta 4. Ich habe natürlich die erste Echo-Verleihung, da waren wir gerade natürlich in Spotlight und alles. Und da haben wir natürlich auch eins abgeräumt. Und da haben wir natürlich uns gefühlt wie Kings. Und die Fanta 4, der eine, der Thomas, ja, der hat so einen Bart gehabt. Und ihm habe ich wirklich den ganzen Abend an den Bart gezogen. Und der hat so wirklich, er fand das lustig. Du Holländerin, hat er gesagt. Und ja, ich denke nicht, dass er sich erinnern kann, aber ich würde es mir noch erinnern. So, Fanta 4 hat mir auch beeindruckt, sozusagen. Die haben Bart gespielt. Die haben Bart gespielt? Du hast Thomas am Bart gespielt. Ja.
Aber jetzt zu Colleen und auch eigentlich zu dir. Ja. Jetzt darfst du deinen allerletzten Clip hier bei Viva anmoderieren, sozusagen. Wärst du bereit, Colleen? Ja, ich glaube, ich bin mental bereit dazu. Ich darf dich anmoderieren. Okay. Meine Damen und Herren, liebe Jungs und liebe Mädchen, noch sitzt sie hier bei uns im Studio, aber in nur wenigen Sekunden sehen wir sie in ihrer Arbeitskleidung am Strand von Miami. Oh. Hier ist Luna mit Bailando. Tatsächlich waren alle in die Kelly Family verliebt damals. Nein! Ihr habt das gerade alle nicht gesagt, von die auf andere schließen. Als die Kelly Family lief. Und tatsächlich nicht haben sich gesagt. Auch alle gerade gefragt, die Kelly Family damals so riesig, auch heute wieder so riesig. Ja, das war die Kelly Family und wir schwelgen gleich noch ein bisschen in Erinnerung bei Viva Forever, der letzten Sendung, meine Damen und Herren. Hier, auf diesem Sender, bevor er die Türen zumacht. Also, bis gleich. Das Viva-Leben hat so viele weitere Leben ermutigt und bereichert, unter anderem meins. Und hey, wenn es Viva nicht gegeben hätte, dann würde mein Leben jetzt ganz, ganz anders aussehen. Aber mein Leben ist geil und das auch wegen euch. Vielen Dank. Willkommen zurück, liebe Leute, ja, zur allerletzten Sendung mit dem Titel Viva Forever. Hier sitzen wir alle. Musik, Fernsehen, Geschichte. Wisst ihr eigentlich überhaupt, was Viva heißt? Es gibt ja eine tatsächliche eine Bedeutung. Also außer Leben? Nee, auf nicht die Videoverarbeitungsanstalt. Videoverwertungsanstalt. Oder Verwertung. Wie ist ja. Videoverwertungsanstalt. Ja. Wow. Wusstest du das? Nee, tatsächlich nicht, aber es krass. Berührt mich jetzt auch trotzdem ja. nicht so sehr. Das ist aber jetzt haben wir es zumindest am Ende noch mal ein bisschen mehr aufgeklärt. Wenigstens das haben wir noch mal aufgeklärt. Ja, okay, Sarah, was ist denn der emotionalste... Wow, gut, interessant. Ich schreibe es mir auf. Ich fand es interessant. Ja. Aber ich habe es auch gewusst. trotzdem ist Lieben, weiß nicht, wie viele Millionen Clips auf Viva über all die Jahre. Und jeder hat doch irgendwie seinen Lieblingsclip. Jeder hat einen. Ich gucke jetzt dich an, Colleen, wir gehen jetzt die Reihe durch. Mein Lieblingsvideo ist Smack My Bitch Up. Aber das durften wir nie spielen bei Viva. Doch, wir haben es gespielt. Manchmal am Anfang. Nachts und in den Charts. Komm, was gespielt? Wenn es in den Charts waren. Es war in den Charts. Ja, da war ich noch nicht bei Viva. Ja. Ah ja, gut. Lieblingsvideo, ganz schnell. Ich habe ja so viele, aber mir fällt einfach die ganze Zeit, warum weiß ich nicht, die Freestyler. Bombfunk MCs. Das war richtig mies. Fand ich selber sehr. Welches war das? Ich kann mich an das Video noch nicht mal mehr erinnern. Natürlich. In der U-Bahn-Station. Ja, stimmt. Freestyler. Rock the microphone. Dein Lieblingsvideo? Ich mochte immer so Arty-Kram. Ich fand das Coldplay-Video, was in einem... Es wurde rückwärts. Vermittelt. Ich war nie sicher, ob die das in einem Shot gemacht haben. Weil es war ja von Yellow, war das, glaube ich, am Meer mit Sonnenaufgang. Sprich, du kannst es eigentlich nur einmal am Tag machen. Ich weiß gar nicht, ob die getrickst haben, aber sowas liebe ich. Travis haben später auch noch mal... Mit dem Autounfall, so oder? One-Shot. War das das? Nee, einfach nur eher, wie er am Strand langläuft und die Sonne geht auf und alles ohne Schnitt. Sowas so. Beeindruckt mich immer unfassbar, ja, wenn cool. Das fand ich toll. Ja, ja. So one-taker. Ja, genau. Alle Videos aus Miami. So wie Bailando, oder? Ja, zum Beispiel. Ich glaube, so ein cooles Video war diese FX Twins. Kennt ihr das noch? Wie hieß das nochmal? Das mit dem genau. Scream, das war ja einfach unheimlich. Ja, das war nicht schon. Oh. Das war sehr scary. Und später diese ganzen OK-Go-Sachen waren wollte auch ich gerade sagen, das mit dem Laufband, gut. Das ist so toll. Ich fand ja eine Zeit lang einfach immer so ganz doofe Hip-Hop-Videos gut, wo dann Ben Stiller bei P. Diddy klingelt und vor der Tür mit dem Golfball steht und so Gag-Sachen. Stimmt, aber welches ein richtig gaggige krasses Videos Video war, finde ich generell schwierig. Ankel, es gibt so ein, kennt ihr Ankel, die Band Ankel? Mhm. So ein Typ, der durch einen Tunnel läuft. Und dann fährt von hinten ein Auto auf in Zeitlupe auf ihn und er bleibt einfach stehen. Und vorher wird er die ganze Zeit umgefahren. Ich weiß nicht mehr, wie der Song heißt. Ein unfassbares Video. Ich glaube, wir haben es nie auf Viva gezeigt, weil das zu Indie war. Glaube ich nicht. Who knows? Die Frage haben wir aber auch tatsächlich, glaube ich, an die Fantas gestellt. An welche Videos die sich erinnern. Und da gucken wir mal an, was die gesagt haben. An welches Video aus unserer Viva-Zeit erinnern wir uns? Das ist natürlich, da liegt das erste natürlich nahe. Klar, sogar für diese Welt, weil das erste Video war auf Viva. Das fällt mir immer ein bei Viva, aber es gibt auch so wahnsinnig viele. No More, No Limits von Tour Unlimited. Das war noch Affect vor Viva. Nein, das war so ein klassischer Viva. Window Licker. Wahnsinn. Das wegen dem hübschen Bikini-Oberteil. Und dann fand ich auch sehr herausragend, was ich wirklich, es ist wie so ein Ohrwurm, nur als Augenkrebs-Variante, war Wickfield.
Was du wirklich wie immer, bitte immer gute Laune mäßig vor dem Spiegel mit dem Föhn. Wie hieß das Song mal? Saturday Night, then I wanna understand. Ja, Windelicker sagst du, klar. Ja, aber beeindruckend, ne? Ja, ja. Auch so verstörend und gleichzeitig so ein intense Video. Noch mal, also Monster Magnet mit Space Lord. Wickfield zu Windelicker war alles dabei. Windelicker, so hieß es. Jetzt wissen wir es. FX Twin bis Wickfield. Auch eine komische Mischung. Ja. Das komplette Ding. Aber zeigt dann doch, wie viel auf Viva lief. Mhm. Also man vergisst das tatsächlich. Das hört man ja auch viel als Moderator alle Nase lang. Auch als ich später bei MTV war, da läuft ja gar keine Musik mehr. Das ist, glaube ich, der häufigste Satz, den ich gehört habe. Und das stimmte einfach. Also ich meine, man kann alles kacke finden, wie man will. Und ja, es gab den singenden Frosch oder Klingeltonwerbung, aber es war dennoch Musikfernsehen. Da wurde ich immer so ein bisschen pissig, weil ich dachte, also ich meine, auch auf MTV und so, diese ganzen Dismissed-Sachen liefen schon immer. Die liefen auch schon in den 90ern. Die ganzen alten Säcke mit ihren Architektenhunden, die jetzt kommen und sagen, also Musikfernsehen, das war ja nur früher gut, wo man so denkt, nee, es lief immer Musik. Also die war vielleicht nicht geil immer und es gab Werbung und es gab Reality dazwischen, aber das gab es auch schon immer und auf MTV. Das hat mich immer genervt, mir das anhören zu müssen. Das will ich ja nicht mehr machen. Stimmt, was ich für einen Dreck schon als anmoderiert habe, da lief Musik, goddammit. Sehr viel Musik. Ja. Wie war, also mich sprechen immer mal wieder Leute an, die sagen, ich bin mit dir aufgewachsen. Ist das komisch? Was löst das aus? Das kenne ich. Man wundert sich selber, dass die Kinder das so empfinden. Ja. Ja. Ich fand das aber also immer die eigenen schön. Ich finde das auch schön. Das ich bin schön irgendwie mit dir aufgewachsen. Ja. Ja. Wer bist du eigentlich? Wer bist du? Ich bin dein Vater. Ach so. Ich finde es schon schön. Wir kommen immer auf Lesungen und so Leute und sagen, du hast meinen Musikgeschmack geprägt und so weiter. Und mich rührt es schon. Also zumal ich mir ja nie so richtig Mühe gegeben habe und mir das auch egal war. Ich dachte gerade bei den Fantas, die sind so zauberhaft. Ich habe neulich Michi Beck, weil wir im gleichen Kiez wohnen, im Supermarkt getroffen. Und dann wurde der von so einem Irren total zugelabert. Da hätte ich schon, ich hatte schon beim Zugucken so einen Hals im Ernst. Und der war freundlich und hat mit dem geredet. Und der so, kann ich noch mitkommen, wo du wohnst? Nein. Ja, da habe ich schon fast eine Knarre gezückt und bin deswegen immer so neidisch auf Leute, die gut mit Fans umgegangen sind. Ich hatte immer eine zu kurze Zündschnur darum. Und deswegen freut es mich erst recht, um darauf zurückzukommen, wenn Leute kommen und sagen, oh, du bist irgendwie Teil meiner Jugend. Ich finde das schon, da bin ich immer ganz gerührt. Ich auch. Ja, wir haben, glaube ich, viele Menschen sehr lange begleitet. Und das ist ja tatsächlich was sehr, sehr Schönes. Und wir haben auch viele Stars kommen und gehen sehen. Beziehungsweise kommen, ich erinnere mich nämlich an einen Tag, ich habe bei Viva Plus noch SMS freigegeben in meiner Praktikumszeit. Da haben Leute SMS geschickt, die dann im Fernseher in so einem Scroll unten eingeblendet wurden. Konnte man, Viva war tatsächlich immer sehr weit vorne, auch interaktiv, also jetzt als Fernsehsender tatsächlich. Und dann habe ich immer als Praktikant jeden Tag SMS freigegeben, ob die jetzt gezeigt werden oder nicht. Und dann, auf einmal, ich erinnere mich tatsächlich an einen Tag, da stand nur noch Bill. Immer nur Bill. Und ich wusste nicht, was jetzt Bill durch den Monsun, Bill, Tokyo Hotel. Und die zeigen wir jetzt. Tokyo Hotel. Oh. Mein Lieblingsvideo. Ja, willkommen zurück hier bei Viva Forever, der letzten Sendung. Mit uns allen zusammen hier. Ich möchte mit einer Sache aufräumen. Oh, jetzt. Einmal das war eine Sendung, da war Colleen. Das meintest du ja, die ganze Zeit gesagt, oh ja, da kommt noch was. Da kommt noch was. Möchtest du mit einer Sache aufräumen? Ja. Okay. Oh, und zwar, God, da war Colleen, war die bei der NDR Talkshow. Und in ihrer blumigen Art hat sie dann gesagt, nee, ich möchte nicht enden wie Mola Debisi mit 40 noch bei Viva bin. Und da war sie natürlich noch nicht so lange bei Viva. Wer ist das Urgestein von Viva? Ich war von 93 bis 2003 da. Und du? Ach so. Ich bin noch nicht 40, insofern. Nein, aber wer der länger Sender da macht dicht. Ja, wer länger da war. Mein Ziel war ja immer, der Dienstälteste zu werden. Sie ist die Dienstälteste. Oh. Ja, wir sind gleich auf. Geredet, wir haben es vorhin ausgerechnet, wir sind 12. Beide gleich. Beide 12. Also wenn das heute also bin ich raus. Du bist raus. Oh. Wie lange warst du? 11. Ich war 10 oder 11, ja. Von 93 bis 2005, so 2004. Sind auch 12. 2004, nee, bis 2004. 2004. Ja, es war ja ich. Olli war gar nicht so lange. Nur nee. Naja, komm, 99 und ich glaube, die letzte Viva-Sendung habe ich so 2006 gemacht. Oh, ja. Doch. Oh, das doch so lange. Ja, Sarah? Es war dann, ich war nur 4 Jahre. Ach. Dann war ich ja bei MTV noch ein Jahr und dann bin ich gegangen. Ja. Wollte ich nicht. Luna die ganze Zeit? Luna immer durch. Immer da? Eigentlich ich immer? Ich hab nie aufgehört. Ich bin noch immer nicht ausgebeilando. Also ich mach weiter. Geht. Luna ist jedes Wochenende irgendwo anders und singt Beilando. Ausgebeilando, auch schön. Hier den gab's ja auch. Was kommt euch in den Kopf, wenn ihr an den Kometen denkt? Also da lagen schon viele betrunken rum. Ja, ja. Große viele sind kaputt große gegangen. Der Komet ist kein stabiler Preis. Ja. Hat Nena auch kaputt gemacht. Ich wollte gerade sagen, hat die den nicht irgendwo hingeschmissen und keiner hat gefangen? Auf der Bühne irgendwas? Ist er runtergefallen. Gott, oh Gott. Hat aber 9 bekommen. Ich habe keine bekommen, niemals. Oh. Ja, so geht das.
Jetzt gibt es auch keinen mehr. Die ganze Zeit in Miami. Echo gibt es auch nicht mehr. Miami, ja. Nee, alle nicht mehr da. Aber jetzt, komm, jetzt erzähl doch mal, was war auf dem Komet los? Erzähl doch mal. Ich war noch nie in meinem Leben auf dem Komet. Was? Es gab geile Kometen. Oder ich war mal irgendwann, ich habe da nie moderiert. Ich war nicht ganz so Viva. Echo, Komet. Ein bisschen zu edgy. In Köln war ich zu sportlich. Zu sportlich wahrscheinlich, ne? Ich wollte mit den Laufhosen das Ding machen. Schön, wenn du den moderieren könntest, aber du bist leider zu sportlich. In Köln war das, ja. Ja, große Party, da war Wyclef auf der Bühne, Pras, Missy Elliott und Nelly Furtado und DJ Tomac hat aufgelegt und dann alle zusammen. Das war eine geile Party. Also es war wirklich, wo ich sagen muss, das war so ein epischer Moment, so mit Nelly Furtado, mit Missy Elliott so zu jam. Das war schon großartig. Entschuldigung, ich war heute früh um 6, habe ich Squats gemacht ohne Ende. Wieder mit deiner Langhantel, ne? Mit deiner Langhantel. Roller. Jetzt ist der Komet natürlich schon ein paar Jahre her, muss man sagen. Wir haben den alle noch mitgekriegt. Wer ihn nicht kennt und was das überhaupt war, wir gucken mal ganz kurz rein, wie es da so abging, Leute. Insgesamt wurde der von Viva ins Leben gerufene Komet bereits 16 Mal verliehen. Künstler wie Robbie Williams, Bon Jovi, Nena, Dino Angels und Tokyo Hotel standen hier schon auf der Bühne. Als Moderatoren führten Größen wie Olli Pocher, Sido, Heike Makatsch oder Colleen durch den Abend. Ich muss an dieser Stelle gestehen, ich glaube, die Band, die ich am meisten in meiner Karriere auf der Bühne gesehen habe, ist Scooter. Ja. Echt? Tatsächlich. Ah, das ist doch die erfolgreichste deutsche Band oder sowas. Ui. Ne? Ja, in den Charts. Charts, ja, ne? Ja. Die meisten Hits und so. Auf wie vielen Scooter-Konzerten wart ihr? Sarah, ich guck dich an. Gar keins. Ich auch nicht. Ich war immer beim Sport. Das ist so schwer. Aber die waren. Nein, weiß ich nicht. Also auf keinem, glaube ich, tatsächlich. Ich habe den Eurovision, da wo die mitgemacht haben, das Ding habe ich ja moderiert. Ah, mit Jörg Pilawa, ne? Genau, und da waren die. Wenn das als Konzert gilt. Nee, das zählt nicht. Song. Das zählt nicht. Das zählt sonst nicht. War ich auf keinem Scooter-Konzert. Ich gehe eh nicht gerne auf Konzerte, noch nie gerne. Aber die waren, also es ging gar nicht um Konzerte, die waren fast jede dritte Woche waren die da. Also es war Scooter. Ja, das stimmt. Also H6 habe ich 1200 Mal getroffen. Ja, natürlich. Der war immer, die haben ja immer das Video-Ding, Scooter. Und dann immer, der Keyboard ist ja gleich geblieben, der dritte ist immer ausgewechselt worden. Mhm. Alle zwei Jahre. Jetzt ist nur noch HP übrig sozusagen. Jetzt ist nur noch HP übrig. Alle einmal durch. Eigentlich mit so einer Pornodarstellung zusammen, Helen Duval oder sowas komisches. Hab ich auch gewundert. Alles wie immer Promi-Flash. Ich wollte jetzt auch mal mithalten, wenn Olli der wie Wikipedia Raum kommt. Ich war sehr fasziniert von einem Konzert in der Zitadelle, da warst du auch, glaube ich, in Spandau, oder? Nee. Da haben wir gearbeitet. Ach, da haben wir moderiert. Ja, da war irgendwas und dann hatten die ihre Aftershow-Party und das Konzert sehr, sehr laut, Vorband Die Atzen. Und das Erste, was HP macht, ist Backstage so einen richtigen, so einen Assi-Ghetto-Blaster-Ding. Ja. Volle Pulle aufdrehen und weiter Techno direkt Wodka Red Bull und zack. Ja. Ich erinnere mich noch, ich hatte mal die Garderobe neben Scooter und das immer. Will man wirklich nicht. Immer. Und die waren dafür bekannt, dass sie immer mit einem Bollerwagen mit ihren eigenen Getränken auf die Aftershow-Partys gekommen sind. Da hatten sie dann mal die ganzen Sachen drin. Ja, aber das ist ja auch, ich glaube, das ist ein Image, was sie auch gefeiert haben. Ich habe mal mit denen gedreht, bei denen im Studio und dann gab es halt einfach Tee, aus friesischen Tee und mit Candies und Sahne und das mochten die nämlich auch gerne. Also ich glaube nicht, dass es nur eine Image-Sache ist, weil das war, glaube ich, da. Irgendwann hieß es, wir sollten die, glaube ich, nach dem Konzert interviewen und dann hieß es, das muss vor Mitternacht stattfinden, weil desto später die Aftershow-Party vorantritt, irgendwann können die nicht mehr reden. Ja, das war so. Das war definitiv so. Haben die wirklich noch Tee getrunken, aber das hat dann schlagartig sich geändert. Die Kuttner kommt, die ist sportlich. Die kriegt Tee, die kriegt einen Friesentee. Aber ohne Sahne, was? So, und wenn ihr jetzt so einen Ghetto-Blaster-Fernseher zu Hause habt, dann dreht doch auf, weil hier ist die Band, die immer da war bei Viva. Die hat da gewohnt. Scooter mit Maria. Wir sind tatsächlich das letzte Mal zurück hier bei Viva. In einer solchen Sendung, heute mit dem Titel Viva Forever, das ist die letzte Sendung. Und ihr habt jetzt jeder noch einen Satz zum Abschied frei, den ihr zum Abschied sagen wollt über eure Zeit, über Viva, über all das. Mulla, du fängst an und dann die Reihe rum. Ja, war eine schöne Zeit mit Viva, lebt bei mir weiter in meinen DJ-Sets. Ich spiele natürlich die Ballandos dieser Welt, die Backstreet Boys, also von daher, die 90er leben weiter und Viva lebt in meinem Herzen weiter. Oh. Ein Stück Fernsehgeschichte geht heute hier mit zu Ende, was wir mitgeprägt haben und fantastisch. Das wird es auch nie wieder so geben. Nein. Heute hängen die Leute alle am Handy und damals waren wir YouTube und Twitch Instagram. Und Instagram alles in einem.
Ich habe sehr starke Regelschmerzen, aber ein Wärmepflaster auf dem Bauch, was besser hilft als Tabletten. Glückwunsch. Das soll ich jetzt zum 12. Mal sagen? Ihr habt doch schon alles gesagt und man, das muss man ja auch mal sagen. Und wenn das mein letzter Satz aber jetzt kommt bei Viva ist, bist du immer so rebellisch so gewesen. Naja, ich sag dann doch wohl Dankeschön, Dankeschön, dass ich auch ein Teil von der Viva Zeit sein durfte. Wirklich war. Ich habe viel gelernt und ich habe mit euch sehr viel Spaß gehabt. Und ich fand es wunderschön. Und ich bin schon melancholisch, dass es vorbei ist, wirklich wahr. Traum. Ja, es war schon eine gute Zeit. Ist vorbei, du hast Regelschmerzen. Regelschmerzen ist durch. Ist auch eine gute Zeit. Und Colleen? Ich sag später was. Okay, du sagst später was, ich sag später auch noch was. Und jetzt gucken wir uns trotzdem auch noch ein paar an, die auch noch was zu sagen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nach 25 Jahren ist es nun für immer vorbei. Wir werden dich vermissen, liebstes Viva. Wir liefen als erstes auf Viva mit unserem Song Zu geil für diese Welt. Wahnsinn. Und jetzt rat mal, wer als letztes auf Viva laufen wird. Na, wer kann das wohl sein? Am besten mit dem gleichen Song. Gute Idee, Thomas D. Ha, danke, Michi Beck. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt. Heiß geliebtes Viva. Es ist Zeit zum Tschüss sagen. Ihr habt ein Vierteljahrhundert mit Bravour durchgehalten. Es war Jugendkultur, es war deutsches Fernsehen. Ich persönlich bin als Teenager sehr beeinflusst worden von der Sendung Freestyle, die erste Hip-Hop-Show im deutschen Fernsehen war. Das Viva-Leben hat so viele weitere Leben ermutigt und bereichert, unter anderem meins. Ich habe tolle Moderatoren entdeckt, habe viele Newcomer gefördert, habe mir extrem geholfen. Dafür möchte ich mich unheimlich bedanken und ich bin sehr traurig, dass es jetzt zu Ende geht. Liebes Viva, tausend Dank für 25 Jahre so geiles Musik-TV. Yeah. Eine Welt ohne Viva, ohne Musikfernsehen ist irgendwie traurig. Aber heute feiern wir das letzte Mal Viva. Ich kann euch nur sagen, natürlich wird es Viva Forever geben. Zwar dann nicht mehr auf dem Bildschirm, aber definitiv hier. Viva Forever. Es war eine schöne Zeit. Sie ist vorbei. Aber auf zu neuen Ufern. Tschüss. Ja, das war's, ne? Ja. Bleibt da nicht mehr viel zu sagen. Kommen wir mal noch ein Abschiedsfoto, Leute. Okay. So ein richtig so, wie man das halt macht, mit einer Analogkamera. Perfekt. Aber du darfst es ja nicht machen. Wer macht das oder machst du es? Wir machen jetzt so, wie die in Hollywood das auch immer machen. Was machen wir es in Hollywood? Ich halte das und dann machen wir ein Foto. Das ist ein Oscar-Selfie. Emmy-Selfie. Ellen DeGeneres-Selfie. Wie geht das denn? Wie machen wir das denn? Sarah, willst du sitzen bleiben? Kann ich ja mal sitzen bleiben? Ja, ja. Von all dem Sport, den ich jetzt... Lass doch einen reinkommen hier vom Team. Das war's. Ist so ein bisschen traurig, Stille und nur das Blitzgeräusch. Ich hab nicht traurig geguckt. Ist auch nicht. Wir haben alle wie Profis. Da hätte ich gerne. Sind alle drauf? Wenn wir jetzt drauf gucken und noch eins machen würden, dann bitte ich dich schon mal rüber, Luna, auf deine gleich Auftrittsposition. Ach, sie tritt wirklich auf? Ja, Luna tritt auf. Okay. Wahnsinn. Lass rüber zu Miami. Geh nach Miami und geh. Natürlich, bereite dich schon mal vor. Ich bin noch nicht bereit. Du bist noch nicht bereit, du musst dich noch mental vorbereiten. Wir sind aber sowas wie, oh, Leute, aufstehen ist schon, man merkt, wir sind alle ein bisschen älter geworden über die Jahre. Knie hat auch geknackt, ne? Hat geknackt, aber ich war ja vor 25 Jahren erst drei. Ich hatte die Langhanteln. Du hast die Langhanteltraining. Das entwickelt sich noch und jetzt wünsche ich viel Spaß mit Luna und bei Lando. Die letzte Performance hier. Hier. Also nicht mal ich und der Luna. Verrückt. Du hast den Kometen. Beste Live-Performance 2018. Beste Live-Performance. Endlich. Zum Ende von Viva hat Luna einen Komet bekommen. Ja. So ist es. Hier, mach die Wetten das nochmal. Hier, mein Lieber. Und hier. Gleich, aber das sind auch deine. Das sind direkt deine. Ja, genau. Noch einer. Mein lieber Colleen, bitte schön. Das ist nur Jan für dich. Jan Köppen, vielen Dank. Für mich? Mola, vielen Dank. Dass du so schön in die letzte Werbung moderiert hast. Das musst du noch, ich muss dir noch was sagen. Hier. Ja, Colleen, dann ist es jetzt tatsächlich soweit. Wir sind angelangt am... Danke, dass ihr Teil davon wart. Ja. Danke, nicht für den letzten Teil, aber für den aber Danke, dass generell ich meinte, das für meinte alles. Ich ernst. Ja, danke, dass ihr heute auch nochmal hier wart. Tatsächlich, ich zieh mal diese Stürme. Ein bisschen seriös, wenn wir am Ende ja doch flippen. Komm, Olli. Bitte, komm. Das können wir nicht als letztes Bild stehen lassen, wenn es um Viva geht. Aber wirklich, danke schön, nach 15 Jahren mal wieder hinzukommen. War witzig, war echt lustig. Und dich endlich mal kennenzulernen, mein Facebook-Freund. Ja, wir sind Facebook-Freunde seit 15 Jahren. Jetzt haben wir uns endlich kennengelernt. Genau. 15 Jahren gab es doch gar nicht Facebook. Doch. Okay. StudiVZ. StudiVZ.
Ey, vielleicht ist auch einfach Zeit. Vielleicht ist auch durch jetzt. Vielleicht muss man nicht traurig sein, sondern das hat uns alle geprägt und jetzt ist auch mal gut. Habe ich langsam Zeit, das Gefühl. Zeit für Fitness-TV, meinst du? Jetzt ist nämlich was Zeit für Neues Sport. Entsteht. Ja. Ich finde es schade, aber. Ja, das ist wirklich schade. Leider. Colleen guckt doch ein bisschen besorgt. Ja. Was willst du sagen? Ich möchte, glaube ich, auch gar nichts. Du möchtest einfach mit Hause. Ich will jetzt hier einfach den Laden dicht machen. Ich sage, auf Wiedersehen. Und dann sagen wir alle von hier bei der letzten Sendung auf diesem, ja, man muss schon sagen, ja, geschichtlichen Kanal, ja, der jetzt zu Ende geht, den wir gerade ein bisschen zu Grabe tragen mit viel Dank und schönen Erinnerungen, die wir alle in uns tragen, tatsächlich. Es war eine schöne Zeit. Wir bedanken uns bei allen, die dabei waren, für eine wunderbare Reise und sagen, ja, wie Colleen gerade schon, alle zusammen auf Wiedersehen.